Waren zwei Folgen. Hallo und willkommen zurück zu, war genau eine Stunde jetzt, zu, ja, Bärenhatz Alive. Und ich hoffe, ihr habt alle so gut gelacht wie wir, als wir die Bären begegnet sind in der letzten Folge. Die übrigens immer noch da sind und wahrscheinlich immer noch hinter uns her und nachts an uns denken, wenn sie schlafen gehen. Ja? Ich bin oben. Oh, cool. Gut, wo hast du den Aufstieg denn gefunden? Da, wo ich stand. Ich bin da in diesem Loch da. Oh, hier ist auch noch einer. Auch noch ein Bär? In diesem Loch. Mhm. Ein Bär? Bär? Nein, hier ist gar nichts. Aber ich meine einen Aufstieg. Ah, da war auch noch eine Leiter. Schön, dass wir uns so kompliziert gemacht haben. Immer doch. Und da ist noch ein Abstieg ist ja. Hey, sogar mit rotem Licht dran. So, wir sind wieder dabei. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber... Ich hab ihn. Was denn? Ich hab dir komm zugeguckt. Echt? Ich hab dir zugeguckt, ich hab's verpasst, verdammt. Von dir oben. Die zugeguckt und nicht mitgemacht. Nee. Ich komm auch mal. Hey, cool. Und hinter dir ist ein Schwein. Was so, ist? Nur so als Hinweis. Ja, gefährt. So, warte. Ich komm runter. Wo ist das Schwein? Oh, ich bin irgendwie in einen Keller abgestiegen. Das ist ja cool. Ich komme auch. Ich mache hier mal einen Hintereingang auf. Oder? Musst du hier bei diesen, wo das rote Lämpchen leuchtet, reingehen. Oh, ich komm. Das Rotlicht da. Ja, Rotlichtmilieu. Oh, so. So weit ist das schon, ja? Ja, man muss gucken, wie man sein Geld verdient. Oh, ein Schweinchen hat er jetzt auch noch. Ist das jetzt der Kopf von dem Bären oder hat er so eine... Den habe ich weggeplatzt. Ah, okay. Ich dachte schon, das wäre so eine angeschwollene Poperze. Man weiß es ja nie genau, das ist vielleicht... Da war noch einer, glaube ich. Ja, da waren noch... Das waren auf jeden Fall zwei. Ja, kann das sicher sein. Ich habe beiden in die Augen geguckt. Cool. Good hunting, man. Good hunting. Ja, Taktik ist alles. Taktik ist alles. Tick, tack, tick, tack. So, ich gehe wieder hoch. Brauchst du nicht. Da oben war nichts. Den nächsten. Wie, da war doch dieser Kellerraum, wo ich hingekommen bin gerade. Da war noch gar nichts gelootet. Ach so. So, da musste... Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg auf dem Dach. Weil da kommst du nämlich so gar nicht hin. Da ist nämlich ein extra Raum. Ups. Und ich habe ihn gefunden. Ja. Einen Rucksack habe ich gerade mal gefunden. Oh, da ist eine Brille drin. Hat eine Brille? Ja, eine Brille. Was für eine Brille? Eine Harry Potter Brille. Ah. So, cool. Kannst du jetzt zaubern? Ja. Gucken, ob hier irgendetwas. Avada Kedavra. Genau. Avada ist sonst noch einer da. Wada hatte Dun da. Kann ich auch machen als Zauber. Oh wei. Da müssen wir aber hier gemeinsam schlagen. Oder ich guck mal, ob wir anders reinkommen. Nee, das ist ein Steinraum, da werden wir nicht anders reinkommen als hier durch. Kann man Steine schneller zerschlagen? Nee, muss mal gucken. Schlagen wir auf Stein, wie viel Wertigkeit der hat? Yep, der hat 1200. Okay, dann kommen wir durch Stein schneller, aber dann müsstest du durch zwei Lagen durch, ne? Nicht unbedingt. Probier es so einfach. Ja, ich probiere es gerade. Oh, ich habe einen Bär gehört. Ja. Kann nur bei dir gewesen sein. Ich bin warte. Nicht rausgekommen gerade. Warte. Bist du draußen? Nein. Ich möchte gerade. Komm, du Bär. Also er hatte gleich einen Gedanken wie ich. Komm, lass uns auf dem Dach gehen und zugucken, wie der Dirk vom Bären wegrennt.
Anstatt dass sie ihm einfach mal helfen. Ne? Wir haben beide keine Beine mehr. Aber wir sind quasi mit unseren Herzen bei dir. Nee, aber ich sehe dich leider nicht. Mehr oder nicht? Der ist ja noch nicht da, wo ich ihn hin haben will. Ach so. Ich sehe dich aber auch nicht, deswegen. Ach, schade. Nee, schade. Ich wollte das gerade so wunderschön hier in diesem Video hier verewigen, sozusagen. Kein Kino. Oh, ist das eine geile Aussicht, ey. Ja, wahr. Ja, ich bin oben in den Mountains. Ah, ja. Da hat man teilweise wirklich tolle Views. Neben Mountain. Oh, ich bin wieder Stein am Picken. Pick. Zumindest habe ich jetzt auf jeden Fall Stein, um zu reparieren. Lauf, Forrest! Run, Forrest! Wo bist du denn? Auf einem Turm. Auf dem Turm, okay. Da kann man dich wieder sehen. Ja. Also, ja, warte. Ja. Kameramann kommt. Her. Ich komme. Töte ihn nicht. Bella! Er dauert ein bisschen. Er braucht 5, 6 Pfeile, 10 Pfeile. Oh mein. Hast du dir den Turm extra gebaut, sehe ich gerade. Ja. Epic. Das ist jetzt gerade das Epic Battle sozusagen. Ja, was soll ich denn machen? Wenn er mich kloppt, bin ich tot. Ich hab nur noch 24. Ja. Kein Painkiller? Nein. Und dann haue ich mit dem... Also wir gucken einfach mal zu. Danke, Dirk. Tot. Yay! Pass auf, jetzt geh ich runter. Jetzt kommt er nicht. Oh, ich bin runtergefallen. Ich hab mir was gebrochen. Ja, ich hab mal gucken, hab ich eine Schiene bei? Wir haben Splinte bei uns drin. Nee, ich hab keine Schiene bei, sonst hättest du dir gegeben. Da wäre ich natürlich für runtergekommen. Ja, dann geh mal runter und hilf mal den Dirk. Ja, es ist sicher, du kannst jetzt kommen. Es ist sicher. Ehrlich, er tut dir nichts mehr. Cool. Wir haben gleich zwei Highlights. Ne? Gestern die Bierattacke. Die Bärattacke. Na, und jetzt hier das Schlachten des Bären. Haben wir ja wunderschöne zwei Piktogramme schon für unsere beiden Videos. Guck mal, für den ersten machen. Jetzt habe ich noch die Scheißerei. Ja. Wie, du hast Scheißerei? Wieso hast du Scheißerei? Ja, jetzt habe ich nichts. Irgendwie doof gerade. Das ist alles irgendwie doof. Ach, Dirk. Der Dirk hat die Scheißerei und ist uns trotzdem gut dabei. Alea. Jetzt kommt man von außen rein. Ja, das habe ich jetzt auch festgestellt. Danke für die Info. Machst jetzt hier einen auf schlau, ne? Ja. Ich merk's. So, jetzt gehe ich nach oben. Ob ich das jetzt überlebe, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen. Ah ja, unten haben wir auch noch nicht fertig gelootet. Warum nicht? Weil wir Zement und so geklopft haben. Also, ihr hattet Angst. Nee, wir haben Zement und so geklopft. Also, ich habe auf jeden Fall ein bisschen gelootet, aber ich weiß nicht, ob alles gelootet ist da in dem Raum. Also, ich war hier quasi fast überall. Oh, wir sind so eine Zementpalette. Finde ich gut, dass sie so viel Zement hier durch die Gegend stellen, ey. Naja. Wir haben es auf jeden Fall schneller voran mit den Upgrades und alles. Ja. Papa, hast du doch gelesen, den Kommentar? Ja, genau. Ich hab den auch gelesen. Ich fand den cool. Welchen? Das kann ich nicht wiederholen. Also dafür müsste ich jetzt Fachmann in nautischen Gewichten sein, um das nochmal zu wiederholen. Wie war das? Ein Kataster ist ein... Auf jeden Fall hat er dann irgendwie von ganz klein auf ganz groß gehauen, dann am Ende... Das ist gleich ein Haufen Zement. Ach so, er ist auf die Physik eingegangen. Ja. Ja, war cool, fand ich gut.
Ach, hier sind wir auch schon gewesen. Naja, okay. Wir haben uns bemüht. So, das Haus ist auf jeden Fall fertig. Haus Nummer 1, 2 ist fertig gelootet. Dann gehen wir jetzt mal zurück zu Haus Nummer 1. Das ist ja jetzt safe. Der Dirk hat... Jetzt ist safe. Das heißt, jetzt können wir looten gehen. Ganz ungestört. Ach, weiß nicht. Dirk hat wieder alles gemacht, oder? Ja, Dirk hat alles richtig gemacht, genau. Hier fliegen Zementsäcke durch die Luft. Er macht die Arbeit und ihr habt das Vergnügen, oder? Ja, nee. Er hat die Arbeit und er hat... und wir haben noch mehr Arbeit und du hast den Zement. Ja, hab ich eine gekriegt. Scheiße. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Dann sehen. Ist tot. Finde ich immer schön, dass wir Punkte abkriegen, obwohl wir ja nichts tun. Ja, ne? Finde ich gut, danke Dirk. Immer diese Schnorrer. XP-Schnorrer. Weil der Balken ist wieder bald voll, hä? Das könnten wir heute in der Aufnahmesession noch schaffen, einen vollen Balken. Nein. Sei doch mal positiv. Ich bin nie positiv. Das ist, ja. Ich wollte jetzt eigentlich was sagen, aber ich denke, nee, sag's nicht. Komm, sag's doch mal. Ja, den Test letztens beim Arzt, der war aber positiv. Echt? Mhm. Hat er mir verraten. Auf was getestet? Irgendeine Krankheit, ist doch jetzt egal. Vorsichtig, ne? Ja. Deswegen sage ich ja irgendeine Krankheit. Alles, was sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet. Ja, genau. Ja, das ist, deswegen muss man sich ja geschickt formulieren oder sowas machen und sagen, irgendeine Krankheit. Ja. Mhm. Ganz dünnes Eis. Ja. Ganz dünnes Eis. Ganz, ganz dünnes Eis hier. Boah, stell mal vor, das ist ja alles Metall hier, ne? Nee, das ist Stein. Das ist Metall. Alles aber, Metall. Das ist Stein. Aber das klopfen wir nicht auseinander. Das dauert jetzt wirklich zu lange, wenn wir das jetzt auch noch auseinanderklopfen. So, das ist draußen. Das heißt, das erste Haus ist auch officially leergeräumt. Also, nein, ganz hoch geht's da noch. Ganz hoch? Wie geht's denn da noch höher? Doch ja. Nicht. Nee, das gibt tatsächlich ein Penthouse hier. Da ist ja, ein Stück von der Leiter abgefallen. Nicht drauf. Ja, Papa, lass mal Papa machen hier. Man kommt da nicht hin. Ja, komm mal raus. Da ist aber auch nichts hin. Komm mal raus. Papa hat schon gemacht hier. Hey, was? Oh. Siehst du mal. So, jetzt einfach den Dirk mal hier. Mhm. Oh! Dirk braucht doch Hilfe. Ich sag mal so, Dirk braucht Hilfe. Dirk hat Zombies. Man könnte auch sagen. Also wenn der Dirk schon mit dem Zombie-Bär klarkommt, ne, dann brauchst du bei so ein paar Zombies aber auch keine Hilfe. Der Dirk sagt nämlich nichts mehr. Dirk eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen. Ah, er redet. Ich muss erstmal meine Pfeile machen. Easy going. Kann ich gar nicht mitnehmen. Toll. Entschuldigung. Kein Platz mehr oder was? Doch. Aber die kann man zu schlecht anvisieren irgendwie. Da musst du warten, bis der Zombie die oder was die spawnt, dann kannst du die sofort aufsammeln. Echt jetzt? Die bleiben ja in so Beuten liegen. Für kurze Zeit.
Jetzt mal weitergehen? Danke. Also, was ich gefunden habe. Was denn? Nix, ne? Doch, so eine Beinschiene. Oh, cool. Was ist, da denkt jemand an dich. Also hier oben war jetzt nichts mehr, ne? Ne, war nichts mehr. Was war, für das wir so ein großes Hindernis hatten, recht sinnlos. So. Was denn für ein großes Hindernis? Ja, die Zombies halt. Ach, die waren doch nichts. Dann seid ihr hier hoch, ihr konntet doch innen rum hochgegangen sein. War der schon hinten in dem Gebäude drin? Ich bin jetzt gerade bei dem linken drin. Ne, ich meine geradeaus in dem. Ja, da waren wir eben schon mal drin, das ist aber noch nicht fertig gelootet. Da kann man noch weiter looten. Worum seid ihr denn reingegangen? Da war die Zeit zu Ende. Das geradeaus hier? Ja. Ich bin jetzt in dem linken. Ich kann sehen. Habt ihr dann wenigstens die Zombies rausgeholt, oder? Noch nicht ganz, weil wir waren ja nicht komplett drin. Deswegen kann ich da nicht positiv bejahen. Super, jetzt habe ich Hunger. Ja, ich könnte auch noch eine Pizza vertragen. Was? 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 Bitte? Was? Was? Ich glaube, das wäre das am schärfsten gesprochene Was, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Ja, kommt man nicht durch, das ist eine tausende Klappe. Dann lasse ich mich lieber hier fallen. Wow. Also ihr wart wahrscheinlich noch nicht nach oben, ne? Was? 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 Wer? Nee, wir waren, ich bin jetzt, nee, nach oben haben wir noch gar nicht. Jetzt weiß ich, haben Faden wieder gewonnen, danke. Hier ist irgendwie leer. Ja, da war ja auch der Mattes schon drin. Wo? In dem linken von den Häusern. Im linken von den Häusern? Ja, da war ich. Mhm. Und dann hat man mich nie wieder gesehen. Ja, genau, weil dann warst du voll. Oh, Nesta. Ja, da hat er auch was gefunden. Hab wieder eine Pflanze gefunden. Nee. Doch. Ist nicht wahr. Doch, doch. Ist wahr. Der ist so ein Handtaschenfetischist. Was? Ja, Lea. Hier so. Das ist aber ein ekelhaftes Fetisch. Ja, finde ich auch. Kostet vor allem Geld. Deins, so. Ne? Ja, meins, natürlich. Ihr ist ja nicht. Sie hat ja keins. Also es muss ja meins sein. Wie, kein Taschengeld? Doch. Ja, doch. Aha. Aber das habe ich recht schnell ausgegeben. Ich habe jetzt schon, also ich hatte letzten Monat da schon die Hälfte schon Kredit. Von diesem Monat ausgegeben. Wie kann das denn passieren? Ganz einfach. Plötzlich kam da so eine Fuchsjagd. Wurde da so angekündigt auf dem Reiterhof und ich dachte mir, ich mach mit. Ja, und hast nichts gewonnen, ne? Nein, da gewinnt man nichts. Das ist einfach nur für den Spaß. Doch, sie hat... Spaß. Ja, sie hat einen blutigen Fuchs mit nach Hause gebracht. Nein. Doch, doch, jetzt schäre ruhig dazu. Du bist ein Tierquäler. Nein. Doch, schäre einfach dazu. Das ist doch vollkommen okay. Du? Ich bin eine Etage tiefer gegangen. Jetzt nicht ablenken davon. Hab ich aber wirklich nee, nicht. Sie hatte auch richtig so... Wir sind nicht mal eine Stunde geritten. So richtig Blut in den Mundwinkeln. Meinte, sie hätte mal in das frische Fleisch reingebissen vom gejagten Fuchs, weil das wäre ja so ein Initiierungsritus. Weil vorher wäre ja kein echter Jäger. Mhm. Naja. Ich würde jetzt lieber ruhig sein. Was? Androhung oder Versprechen? Ja, ich kann jederzeit vom Rechner aufstehen und mich schlagen kommen. Ja.
Da hätte ich gar keine Chance. Hast du etwa Angst? Manchmal. Wow. Ja, glaub mir, wenn du sie kennenlernst, dann weißt du warum. Das dauert noch. Ja, dauert noch was. Jetzt ist erstmal Winter. Oh wei. GG, großer Gainer. Ja, ist ja auch gleich Bettzeit. Guten Abend, gute Nacht. Ja, früh aufstehen. Ja, ist ja nun mal so. Kann ja nicht jeder frei haben, so wie ich. Und ich. Ja. Nee, ich finde auch, manche müssen einfach für meine Rente arbeiten gehen. Ja? Oh, habt ihr zu viel Arbeit geguckt oder was? Ich glaube, da wird demnächst ein YouTube-Account gebannt, habe ich gehört. Nee, Carina tauchte gerade hinter mir auf und hat sich die Girlande um den Kopf gebunden. Vom Baum. Ja, kommt aber auch rein. Ja, pass auf, dass du sie nie umbringst. Deswegen halt irgendwie so ein bisschen, das war ja so 70s, ne? Das war ja so ABBA-mäßig. Und da ich ja jetzt inzwischen so viele, ja, Bands bekommen habe. Nee, Bands. Aufgrund von Mamma Mia. Carina ist hochgekommen. Oh Gott. Carina, was hast du gemacht? Sich die Girlande um den Kopf gebunden, habe ich doch gerade gesagt. Das war schon wortwörtlich gemeint. Das ist für Mamas Hut. Oh. Wir haben die Uhrzeit. Wir haben die Uhrzeit verpasst, Alea. Oh. Wir haben schon 9:30. Ja, ich hau noch hier schnell das Regal weg. Nicht in echt, Carina. Im Spiel. Ja, aber ist jetzt im Spiel gleich auch schon 10. Also, ne? Ja, eben. Also wir haben jetzt genau Zeit, wie jetzt auch im echten. Alea, wir müssen raus, komm. Go, go, go. Ja, genau. Wir haben eigentlich genau die Zeit in Real Life auch. Das stimmt, da hast recht. Wo sind nochmal die Fahrräder? Die stehen hier die Straße runter, ein Stück. Der Dirk ist schon gefahren. Ja, ich muss weg. Oh, ja, ich hab nur noch 6. Warum? Oh, no. Och, nö, schon wieder so ein Vogel. Doch! Und schon wieder! Da stirbt einer. Nein. Das bin ich. Warum läuft fliegt der dir denn hinterher, Alea? Ja. Weil ich schneller bin als der Vogel. Tja, ich fahr schon mal. Papa! Ja? Was denn? Ich kann immer noch runterkommen, nicht schlagen. Ja, weiß ich. Jetzt darfst du fahren. Oh, ne! Oh, ja. So. Wo lang? Da lang. Wenn dieser Vogel will, gleich immer noch hinterher fliegt. Hey, ich glaube, so Vogel wird kein leichter sein. Ich hab ihn kurz auch hinter dir herfliegen sehen. Jetzt ist er weg. Ja, der hat sich auf die Schultern gesetzt und war bis da im Haus. Genau. Ja, der sitzt die ganze Zeit auf Aleas Schulter und sagt, Papa, ja? Sehe nichts mehr und fahr gerade in alles rein. Dann mach doch die Taschenlampe an. Eben. Wie geht das denn? F. Aber der Fahrrad hat keine Taschenlampe. Oh. Ja, dann fahr doch einfach den Pfeilen hinterher. Du brauchst doch nur mir hinterher zu fahren, Alea. Oder dreh einfach das Gamma nach oben. Oder setz einfach das Gamma nach oben. So, jetzt. Tja, Super Trooper. Nein. Ach, warum darf ich nicht mehr singen? Singen ja, aber kein Aber. Okay. Weder noch. Warte, wird aggressiv. Juhu. Jetzt habe ich Hunger und bin durstig. Und habe keine Ausdauer mehr. Warum nimmst du dir nichts mit zum Essen? Und zum Trinken. Hatte ich schon.
Und das Trinken habe ich auch bei, aber ich habe keinen Bock jetzt abzusteigen, nur um was zu trinken. Okay. Warum nicht? Oh, Zombie voraus. Weil die Zombies laufen und weil man dann eventuell auch sterben könnte. Ja, besonders wenn man keine Ausdauer mehr hat. So, ich muss mal gucken. Ah, der Zombie ist nicht hinterhergelaufen. Wo ist dein Zombie? Mitten auf der Straße. Keine Panik. Panik! Panik! Ja! Hab keine Angst. Angst! Achso, es gibt noch ein anderes Antibiotikum, ne? Außer Honig. Oh nee, und die der Antibiotika. Grad. Und der Zombie hat mich gerade gesehen. Nicht lustig. Der ist also du fährst schneller, wie der Zombie läuft. Du brauchst einfach ja, nur. Aber ich fahr gar nicht! Wieso fährst du nicht? Ja, dann weil auch. Ich grad backe. Achso. Warum backst du? Warum backst du denn so? Oh! Warum? Papa! Findest du, es ist die Zeit, um zu backen jetzt? Achso, wie kommt der Herd nach oben? Brauchst du Hilfe? Ich komm gleich runter und hau dich. Was? Ja! Achso. Ich hab keine Ahnung, was um mich herum geschieht, weil das Spiel gerade eingefroren ist. Ja. Dieses Spiel wird kein leichtes. Nein, der Zombie hat von mir abgelassen. Okay. Oh nein, der Zombie hat von mir abgelassen. Das ist aber schrecklich. Ja, ja. Na, hat dich jemand erschreckt? Scheint einer Sauerstoffmangel zu haben. Siehst du? Jetzt weißt du, wie das war beim letzten Mal, als du Days to Die spielen hattest. Das klang genauso. Nur während des ganzen Spieles. Dirk, bist du bald fertig da mit der Essenskiste? Nein, ich suche gerade mich hier durch. Ja, was suchst du denn? Ich muss ja gucken, wo ich was hinsetze. Carina! Papa! Weil ich kann ja noch dein Fahrrad Nahrung nicht gefunden. Aufheben. Ja, ja dann lass doch. Es schlimmstenfalls stehen. Oh, da hat jemand Schilder gemacht. Respekt. Carina! Ja, okay, jetzt ist sie wieder weg. Aber die hat mich geschlagen, deswegen habe ich mich erschrocken. Die steht plötzlich hinter mir und schlägt mich. Das kann ich nicht nachvollziehen. Papa, ich kann sie auch auf dich hetzen. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Habe ich irgendwie Blei dabei? Soll ich dir Blei geben? Nee, ich guck nur, was ich alles zum Schmelzen habe. Leider nix. Nur Eisen. Papa! Was? Jetzt schon wieder? Ich muss schon hoch! Ich. Ja, dann komm doch hoch! Nein, du stehst auf der Tür! Ach so! Ja, Entschuldigung, hab ich nicht gemerkt. Ups. Was ist das? Da ist Finger auf die Maustasche gekommen. Nicht schlecht. Schon mal passiert. So, wir haben 103 Cobblestone habe ich mitgebracht. In den Cobblestorm. Ja. Ich passe jetzt auf, nicht dass die nochmal kommt. Wer? Carina. Es gibt nur einen echten Zombie. Das tut immer noch weh. Und der heißt Carina. Du kannst Carina sagen, dass sie mir wehgetan hat. Ich sollte dir sagen, du hättest ihr wehgetan. Und du sollst es immer wieder machen. Papa? Was? Ich komm gleich runter. Ja, musst du ja auch, weil du wirst ja irgendwann gute Nacht sagen. Also dann musst du ja zwangsläufig irgendwann runterkommen. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich bin verbannt. Auf ewig. Ja. Oh, Papa, jetzt lass mich in die Truhe rein. Also in der nächsten Aufnahme mit links haben wir auf jeden Fall wieder Horde, ne? Oh, das ist schlechtes Timing, würde ich mal so behaupten.
Ich habe auch noch mal einen Junk Turret gekriegt. Wie viel haben wir jetzt davon? 1, 2, 3, 4, 5, genau. 9 Stück. Junge, yeah, hau an! Wir haben 9 Junk Turrets inzwischen, hä? Wie betreibt man die? Ja, mit Munition. Kannst du mit Eisen craften. Was du die ganze Zeit natürlich am Einschmelzen bist. Und ja, das kann man ja ausschmelzen. Carina! Wir haben Faden verloren. Bei dem Lärm hier auf meiner Ohr. Auf meine Ohr. So. Brauchen wir Strom? Jetzt hat Carina es zurückgekriegt. Gut. Freut mich, dass ihr Spaß habt. Ihr habt mir wehgetan. Jetzt hast du ihr wehgetan. Nein. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, irgendjemand fliegt schon wieder mit einer Bekloppte. Sagen wir sowas wie Atem. Not über Probleme zu sein. Ja, wieder. Ich hab mal ein paar Werkzeuge verkleinert hier. Du hast den verkleinert? Ja, zu Eisen. Ja, wenn du die einschmelzen würdest, würdest du mehr rauskriegen, aber okay. Ja, weiß ich. Hast du ja schon gesagt. Naja. So, warum machst du es dann? Wo kommt Zement hin? Weil ich nicht so viel Zeit habe. Zement packt mal da in die mittlere Kiste oben. Okay. Dann müssen wir ja eigentlich auch mal den Honig rüberbringen, ne? Oh, Alea hat immer noch die vielen Sachen nicht angezogen. Nein, hatte ich keine Zeit für. Da ist sie sehr rigoros. Ja, da sind ja jede Menge Bücher dran. Ja, ich habe ja auch Bücher mitgebracht. Jede Menge. Das ist ja schon mal gut. Möchte jemand davon was lernen? Also das, was da drin ist, ist das, was ich alles schon kann. Oh, schön. Ihr lernt, was du noch nicht hast. Lass übrig, was du noch nicht brauchst. So, 150 Eisenpfeile wieder in der Kiste, ja? Sehr schön, danke. Ich lasse dir die Hälfte drin, ja? Alea, ich nehme die andere Hälfte. Was? Eisenpfeile. Ja. Die Eisenpfeile, das gibt's auch. Ja, sicher, damit schieße ich schon die ganze Zeit. Guck mal, ich habe die zwei Bären mit Steinpfeilen gekillt. Ja. Wo sind die denn drin? In der Munitionskiste. Da, wo Munition draufsteht. Deutlich, es steht Ammo drauf. Wo soll ich Kleber hin tun? Rechte Kiste. Ah, wir produzieren schon Kleber. Das heißt, du hast das Schwarzpulver rausgenommen. Ist auch da, wo es hingehört. Und wo gehört's hin? Da, wo auch Munition ist. Da ist er aber nicht drin. Ah doch, da ist er wohl drin. Spinnfisch. Da steht ja nur 3 dann drüber. Ah, okay. Das. Brauchen wir noch mehr Kleber oder braucht ihr jetzt eher Wasser? Was hätte... Oh, Schreierin. Ja, die stirbt jetzt. Oh, wir haben ein Loch im Dach. Ein Loch ist im Dach. Kann Otto. Fällt mir da gar nicht. Boah, backt das wieder bei mir rum. Hmm.
Was ist das für eine Form, aus der hier das Dach besteht? Ja, wie wär's mal mit einem neuen Dach? Und für ein Arsch. Ah, das hier? Ist es das? Ah, das ist es. Okay. Schön. Sie tut es sich anscheinend etwas aber schwer mit dem Sterben. Ich lock mich jetzt aus. Okay. Ja, aber der Dirk spielt gerade so schön Musik. Wie kannst du das machen? Ja. Echt jetzt? Ja, dann danke fürs Mitspielen. Mathis. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann diese Woche dann nochmal eine Session machen, ne? Das ist ja nicht so das Problem. Ja, das wird jetzt allgemein das Problem sein, ne? Jetzt, wo Arbeitszeit wieder anfängt. Naja. Ja, aber man kann ja auch abends mal so zwei Stunden machen. Man muss ja nicht immer gleich zwei Stunden machen. Genau. Von daher, das finden wir schon. Das finden wir schon hin. Deswegen, tschüdelö. Tschö. Ciao. Draußen sind jede Menge Zombies am Haus. Nur so zur Info. Wo denn? Ja, auf der Rückseite. Warum sagst du das denn jetzt? Ja, weil ich es jetzt erst gesehen habe, weil ich gerade erst auf der Rückseite war. Mein Spiel ist komisch. Und da ich keine Pfeile habe. Ah doch, hatte ich ja jetzt wieder welche. Was hat C für ein Blödsinn? Ich warte gerade schon 10 Sekunden, dass dieses Spiel irgendetwas macht. Das ist doch nicht mehr normal. Nee, das ist eine schlechte Connection. Wahrscheinlich ruckelt es deswegen. Die Maus kann nicht bewegen. Aber der Rest tut's nicht. Ja, nächstes Mal werde ich dann auch nicht parallel hochladen. Wenn, das kann ja wirklich die Connection sein. Ich gucke jetzt gerade mal. Nee, das mit Hochladen eigentlich auch. Oh! Ich bin die Mama. Ja, das stimmt. Nee, eigentlich letztes Mal hat es auch. Ich krieg die Krise. Ich hab Pick und Kries. Das funktioniert nicht. Ja, ich sag doch, du musst du noch mal rausloggen, die Details runterstellen oder vielleicht einfach mal so rein und rausgehen. Geht nicht. Wieso? Weil der nicht reagiert. Ja, dann müssen wir das halt beim nächsten Mal machen. Also, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ich gehe nochmal kurz was Holz klopfen. Brauchen wir denn noch Holz? Weiß ich nicht. Hintenrum ist was kaputt gegangen. Okay. Aber können wir ja auch eigentlich vor der Zombie-Nacht machen. Ich weiß nicht, ist die nächste Nacht Zombie-Nacht? Geil, 7, 14, ja, 21. 28. Nee, nächste Nacht ist noch nicht Zombie-Nacht. Ist nur ein Tag bis zur Zombie-Nacht. Also wir können das auch morgen dann gemeinschaftlich machen und jetzt nochmal eine Runde looten gehen, würde ich sagen. Ja, morgen bin ich nicht dabei. Nee, machen wir definitiv. Also die vom nächsten Tag, die Aufnahme, die machen wir auch definitiv dann nochmal. Aber ich beende mal die Aufnahme hier, sehe ich gerade. Ja, und wartet ihr dann bitte auf mich? Weil ja, klar. Wir reparieren so lange. Okay, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.